Hallo Christian. Seit Tagen schon bibbern in Deutschland die Menschen um die Wette, denn Petrus scheint verdammt gute Beziehungen zu Sibirien zu haben. Wir sind heute mal nach Hannover gefahren und haben uns auf der Straße so umgehört, was die Menschen denn gegen die Kälte so unternehmen. Ich bleibe viel zu Hause, gehe nur raus, wenn es nötig ist und mache Gymnastik zu Hause und das Land. Das Zwiebelsystem. So, wenn ich rausgehe, ne? Ein paar Sachen darüber und wenn man im Raum ist, dann legt man ab. Ich denke an was Wunderschönes, so wie Sie zum Beispiel, und dann geht es mir schon wesentlich besser. Immer laufen geht es, anderthalb Stunden laufen und dann geht das. Wie ist das bei Ihnen? Lauf mit. Wir sind ja ein Paar. Wir kommen von Dören, überlegen Sie sich das mal. Anderthalb Stunden zu Fuß. Eine feine Sache, ne? Ach ja, indem ich warm anziehe. Fertig. Das ist schon alles, was Sie tun? Ja, und wenig Alkohol trinken. Ganz wenig. Warum? Ja, weil das natürlich abkühlt, weil der Körper abkühlt. Bei zu viel Alkohol. Ne? Nach Möglichkeit Tee, heißen Kaffee und so weiter. Mit Wintersachen? Pullover, Schal, Handschuhe und Stiefel. Ich laufe schneller als sonst. Das reicht schon? Das reicht. Natürlich. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unzweckmäßige Kleidung, ganz einfach. Tee und Kaffee. Und Heizung an, ganz wichtig. Und Decke. Ehrlich gesagt versuche ich, rausgehen zu vermeiden. Ansonsten Handschuh, Ohrenwärmer. Morgen geht es nochmal richtig lange raus. Wir haben eine Kolumpinkeltour und da wird natürlich dann ordentlich unterfüttert. Aber ansonsten, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Es sind jetzt irgendwie minus 6 Grad, das ist ja ein normaler Winter. Und solange man nachts ein warmes Bett hat, alles gut. Dank dieser wunderbaren Handschuhe, innen gefüttert, ist mir immer sehr warm. Und ich habe einen großartigen Schal noch um den Hals. Und tolle Gedanken. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, warm anziehen natürlich. Eine Mütze sollte auch nicht fehlen. Das eine oder andere Heißgetränk kann helfen. Und Sie sollten auf jeden Fall warme Gedanken haben. Machen Sie es gut.